Nachricht Bedeutung von dies, Mr. Trent? Das will ich Ihnen gerne erklären, Mr. Wang. Wenn Sie mir sagen können, warum ein Mann, der einen der brillantesten Köpfe dieses Jahrhunderts trägt, Präpositionen oder Artikel nicht richtig anwendet. Die Bedeutung von dies ist Quatsch. Was hat das zu bedeuten, würde ich fragen. Was hat Wang gefragt? Was ist Bedeutung von dies? Ach, sinnlos. Also es hat die Bedeutung, was ich zu beweisen beschlossen habe, und zwar jenseits auch nur eines Schattens von einem Zweifel, dass der größte lebende Kriminologe der Welt hier am Tisch sitzt und dass Sie ihn alle im Moment vor Augen haben. Nein, nein, Sie müssen sich nicht gegenseitig ansehen. Sehen Sie mich an! Ich bin der Größte, ich bin die Nummer eins. Also für mich sehen Sie allenfalls wie eine schlappe Zwei aus. Ich hoffe, Sie verstehen. Was meint er damit, Miss Carrington? Ich erkläre es Ihnen später, es ist scheußlich. Bei all Ihren verschiedenen Abenteuern, meine Damen und Herren, hat bestimmt noch niemand von Ihnen einen unaufgeklärten Mord gehabt. Ihr professioneller Ruf basiert allein auf dieser Tatsache. Aber was würde die Welt sagen, wenn die fünf größten lebenden Detektive für ein Wochenende in einem Schloss zusammengepfercht wären, abgeschlossen von der Außenwelt? Nur um eine Leiche auf dem Fußboden zu entdecken, die im Rücken 12 Einstiche von einem Fleischermesser aufweist. Und nicht einer von ihnen wird in der Lage sein, dieses Verbrechen aufzuklären. Reden Sie von Mord? Kommt schon, fertig geschäftlich. Ja, ich rede von Mord, Mrs. Charleston. Genau um Mitternacht wird jemand in diesem Haus heimtückisch ermordet werden.